Hallo zu einem neuen Interview. Ich freue mich sehr, 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 dass wir Freunde und Kochen und Arbeit miteinander verbinden können. Ja. Anastasia Zamponidis ist heute mein Interviewgast. Wir sind in deiner Küche, Das ist mein Reich. This is where the magic happens. wo leckeres Essen entsteht, Ja. wo Zukunftsprojekte, glaube ich, geschmiedet werden und wo eigentlich du die Hauptzeit deiner privaten Zeit und auch Arbeit eigentlich verbringst, oder? Ja, ich habe ja kein klassisches Büro, dass ich irgendwo Ja. hingehe. Ich schreibe natürlich zu Hause, ich entwickle Rezepte, ich koche sie dann auch mal. Und manchmal chill ich einfach nur auf dem Sofa. Ja, das darf man auch mal. Das Sofa sehen wir sogar fast von hier. Du hast vor 2 Jahren dein erstes Buch veröffentlicht, Für immer zuckerfrei, was ja ein wirklich sensationeller Erfolg war. Ewig lange in den Bestsellerlisten, ich glaube immer auch noch sogar noch. Es rutscht immer mal wieder rein. Es ist ein sehr hartnäckiges Büchlein. Ja. Sehr hartnäckig und ich weiß auch nicht, wie uns geschieht, aber mich freut es natürlich. Das Thema scheint interessant zu sein. Und dann habe ich vor einem Jahr eben das Kochbuch noch nachgeliefert. Und jetzt wirklich ganz, ganz neu, wir sehen es hier auch und da wollen wir auch ein bisschen drüber sprechen, hast du ja 2 neue Bücher rausgebracht. Warum gerade jetzt? Und ist ja einmal für Kinder oder für Kids und einmal to go. Warum genau diese 2 Bücher, die jetzt als nächstes rauskommen? Also das erste Buch war ja ein klassischer Ratgeber. Was machst du? Warum machst du es? Und wie machst du es vor allem? Also Ja. die praktischen Tipps darin. Und das war dann ganz interessant natürlich, weil mich halt viele auch gefragt haben, was machst du? Warum? Und dann kamen aber ganz viele Fragen, was isst du denn den lieben langen Tag? Und Ja. ich so, ja, okay, in dem Ratgeber waren jetzt so 15 oder 16 Rezepte. Das ist ja auch ein bisschen langweilig, oder? Genau. Und dann habe ich einfach ein richtiges Kochbuch zusammengestellt, auch für entsprechende Stimmungen, dass man eben zusehen kann, dass das Essen einen auch wirklich auf allen Ebenen nährt, ja, nicht nur körperlich. Und dass man, wenn man Trost sucht, auch was entsprechendes essen kann. Das waren dann über 80 Rezepte, also ein richtiges Brett. Und danach habe ich ganz viele Zuschriften und Fragen bekommen. Wie machst du das, wenn du 4, 5 Tage auf Lesetour bist? Wenn du irgendwie im Urlaub bist, wenn du ins Büro dann irgendwo hingehst. Und was mache ich mit meiner Familie, vor allem mit meinen Kindern? Die zwei Fragen kamen wahnsinnig oft vor. Dann dachte ich so, okay, wenn das das Problem noch ist, habe ich ja auch gelöst. Ich habe eine Ja. Nichte. Das ist meine Nichte. Genau. Tessa, halbe Griechin. Halbe Griechin. Ja. Und die sozusagen wurde für dein Experiment herangezogen, Ja. zu testen, wie gehen eigentlich Kinder mit dem Thema zuckerfrei um. Genau, mit ihr habe ich halt einen recht interessanten Weg, so die letzten 4, 5 Jahre. Irgendwann fiel es ihr Ja. natürlich auf, dass die Tante am Küchentisch nicht alles ist. Und die hält mich natürlich immer noch für etwas verrückt, Okay, klar. die verrückte Tante. Die verrückte Tante Anna werde ich genannt. Und ich habe aber dann mit ihr das ein oder andere ausprobiert und da gibt es auch eine Entwicklung, ja. Und Okay. ich fand das ganz spannend. Und dann natürlich die Rezepte. Womit kann man denn Kinder zuckerfrei ködern? Es muss natürlich immer gut aussehen und auf keinen Fall sagen, es ist gesund. Ja. Nichts, was wir kredenzen, ist gesund. Und es ist vor allem nicht zuckerfrei. Es wird einfach hingestellt, es sieht gut aus, es ist lecker und dann läuft's. Aber ist das jetzt auch, sagen wir mal, grob fassen, die Lösung zu sagen, also natürlich, ich muss darauf achten, was für Zutaten sind eigentlich irgendwo drin. Ich muss, wie du ja auch immer sagst, sehr viel selber kochen. Aber eigentlich geht es ja gar nicht darum, sich zu kasteien, wie du ja auch immer sagst, sondern zu sagen, okay, welche Alternativen habe ich und vielleicht gar nicht, vor allem auch in Bezug auf Kinder, so drauf rumzureiten, das Ja. ist jetzt gesund und das ist jetzt anders. Du hast ja, oder wir haben ja ein bisschen was vorbereitet. Das sieht ja eigentlich aus wie, oder ist ja wie Schokopudding, den Ja. klassischen Schokopudding, wenn ihr das seht, könnten wir gerade angerührt haben, mit klassischen Fertigprodukten, aber haben wir ja nicht. Nein, wir haben es Nein. natürlich, deswegen sieht die Küche auch ein bisschen unordentlich aus. Wir haben natürlich Kakaopulver drin, sonst kommt ja der Geschmack Ja. nicht zustande und auch die Farbe offensichtlich. Da sind aber auch Datteln drin, sie sind ja auch dunkel. Das Ganze püriert und auch Avocado. Okay. Ja, und Und die Süße kommt dann sozusagen über vom die. Trockenobst, Okay. genau. Und dann auch geröstete Nüsse und ich meine, das erinnert an so ganz klassische Puddings oder auch Okay. Ich koste das jetzt, Schokocreme-Aufstriche. glaube ich, einfach Koste mal. das einfach mal. Es ist natürlich nicht so intensiv süß wie Industriezucker, aber ganz ehrlich, Also es ist es süß, ist es süß. ist süß, Es würde mich das kann wundern, man wenn es nicht sagen. süß wäre.
Das ist auf jeden Fall. Und aber ist es genau dieses, also wo du auch meinst, diese Süße, wo wir ja hochgetrieben werden, ist ja das, wo du auch sagst, okay, du hast dich ja auch mit deinem Zuckerfrei runtergebracht, eigentlich auf die natürliche Süße, wie du es aber auch nennst, ne? Genau, das ist die Süße, die halt von Natur aus da draußen im Wald und auf dem Land vorkommt, an den Bäumen wächst, im Acker. Und der Industriezucker kommt halt aus dem Labor und der ist extrem süß. Und so eine extreme Süße gibt es eigentlich nur Honig, könnte okay. man vergleichen. Ne? Aber jetzt die Natur der Sache hat ja schon dafür gesorgt, dass die Menschen vor 150 oder 2000 Jahren nicht so viel Honig essen konnten, weil es gab halt einfach nicht so viele. Das haben wir nicht täglich Honig gegessen. Genau. Und diese extreme Süße führt eben dazu, dass du Heißhunger hast und mehr isst, als du eigentlich brauchst und willst. Und das ist auch der Grund, warum viele immer dicker werden, vor allem auch Kinder. Und es kann halt auch zu Diabetes führen und das schon bei Kindern. Vor 25 Jahren gab es gar keine Kinder mit Kinderdiabetes, das gibt es jetzt leider schon. Und es gibt natürlich ganz viele Folgekrankheiten, ne? Übergewicht zum Beispiel, Herzrhythmusstörungen, Gelenkprobleme. Und wenn du durchs Leben gehst und dich ständig kasteist oder dieses Gefühl hast, dann wirst du, glaube ich, ziemlich grantig und unglücklich. Das wollen wir ja alle. Und wenn du sowas halt vor dir hast und das isst und du denkst trotzdem so, gute Laune, ne? Gute Laune. Und wirklich einfach mal hinstellen dem Kind und nicht sagen, es ist ungesund und es ist sehr süß, dann wird es das wollen. Und wir müssen uns auch verabschieden von der Illusion, dass man dem Kind wirklich den Zucker komplett wegnehmen kann, weil... Das ist ja so, einfach überall, ne? Ja, wenn das Kind in die Kita geht, wenn es dann in die Schule geht, wie willst du das machen? Die Gesellschaft ist eben noch nicht so aufgestellt, dass es zu vermeiden wäre. Aber man kann zu Hause eben auch schon mithelfen, indem man nicht Fertigprodukte und nicht Fastfood hinstellt. Mal ist ja auch nicht schlimm. Ich weiß, berufstätige Eltern haben es stressig, aber so ein bisschen von zu Hause mithelfen und im Pausenbrot auch nicht den Schokoriegel und die Gummibärchen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Snacks aus meinem Buch. Und ich habe ja auch reingeschaut, du hast ja wirklich eigentlich für jede Lebenslage und eigentlich für alles, was Kinder so gerne mögen, einen Ersatz. Es ist alles sehr bunt, es ist alles farbenfroh, es ist sieht aus wie Schokolade. Also ich glaube, da kann man auch super viel versuchen, zumindest das Kind etwas auszutricksen und an das Thema heranzuführen. Wurde deine Nichte denn gezwungen oder ist sie, freudestrahlend jetzt auch zuckerfrei oder wie geht sie jetzt damit um? Die Spannung will ich nicht so ganz wegnehmen. Okay. Ja. Also im Buch wird auf jeden Fall eine interessante Begebenheit beschrieben, die wir da gemacht haben, so eine Art Battle. Aber das sollte man, finde ich, lesen. Auf jeden Fall hat sie sich auf etwas eingelassen und das war ein lustiges Spiel. Und sie hat tatsächlich auch ein Stückchen geschrieben in dem Buch. Ja, das war sehr gut, ja. Und ganz wichtig ist bei Kindern, was ich sehr seltsam finde, aber es funktioniert tatsächlich. Gemüse ist ja prinzipiell immer bäh. Nudeln mit Soße ist toll, so. Ja. Und sobald aber meine Mama, also ihre Oma, die Zucchini oder Aubergine zu einem Schiffchen formt und dann da was reinlegt und überbackt, dann ist es halt kein Gemüse mehr, sondern es ist ein Schiff. Also eigentlich das klassische Storytelling für Essen. Genau. Wir müssen Geschichten erzählen und die Kinder inspirieren. Und genau. Also wer Lust hat, das mal auszuprobieren, wenn ihr Kinder habt, auf jeden Fall das Für-Kids-Buch. Dann gibt es ja aber noch eins. Du hattest, glaube so viel Energie, dass du gesagt hast, ich mache jetzt einfach zwei auf einen Streich. Ja, weil wirklich beides gleich oft angefragt wurde. Und ich dachte mir so, für was soll ich mich denn jetzt entscheiden? Dann machst du halt zwei. Okay, dann gibt es nämlich noch To Go. To Go, ganz klassisch. Glaube, das ist das Problem, dass wir alle sagen, okay, wenn wir zu Hause sind und Zeit haben, können wir sicherlich darauf achten, was essen wir und was für Zutaten tun wir da rein. Aber was ist eigentlich, wenn ich, zum Beispiel ich ja irgendwie auch öfter auf Geschäftsreise bin, hin und her fliege, im Flugzeug sitze, irgendwie in der Kantine am Flughafen. Was kann ich denn da eigentlich essen? Beziehungsweise, wenn ich mich für zuckerfrei entschieden habe, wie gehe ich da am besten vor? Meal Prep ist das klassische Zauberwort. Keyword. Ja, und auch ich habe nicht jeden Tag Lust, mich dahin zu stellen, ja. Aber man kann tatsächlich ein-, zweimal die Woche sich eine halbe oder eine Stunde in die Küche stellen und ein bisschen was vorarbeiten. Gerade solche Sachen wie Getreide oder Kichererbsen. Hier stehen jetzt so viele Kichererbsen. Die ganze Küche ist übrigens voll mit Nüssen und Haferflocken. Gesunden Sachen. Hier sind noch Erbsen, hier sind ganz viele Nüsse drin. Hier ist Hirse drin oder Quinoa.
Das habe ich alles zu Hause und koche dann einfach mal mehr, ne? Okay. Dass ich dann für 3 Tage zu Hause in den Kühlschrank packen kann. Und dann packe ich in den Ofen oder koche Gemüse. Das kann ich dann mischen. Und dann kommt eine Soße dazu oder ein Dressing. Und die Rezepte habe ich ja da alle. Und dann kann man jeden Tag was mitnehmen oder auch schnell aufwärmen, wenn man abends nach Hause kommt und keinen Bock hat, jetzt noch zu kochen. Und natürlich braucht man die richtigen Behältnisse. Plastik habe ich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr. Das ist aus Glas. Ja, wir hören es. Und das wäre jetzt mal so ein klassischer griechischer Salat. Kann man jetzt noch in Raumtemperatur gut essen. Also wenn draußen minus 8 Grad ist, sollte man auch warm essen. Aber das könnte man gut mitnehmen, zumachen. Zack. Es sieht gut aus. Es ging tatsächlich sehr schnell. Ne? Wir haben das ja eben gemacht und das war wirklich nur Schnippel, Schnippel rein. Und da ist halt Ziegenkäse, aber man kann natürlich auch eine vegane Alternative nehmen, wie man möchte. Und hier ist ein Dressing. Da habe ich halt auch so kleine Behältnisse von Sachen, die man so gekauft hat. Ja. Ich sammle die dann immer und nehme dann das Dressing mit, weil das tun wir erst über den Salat, wenn wir den essen. Ne? Sonst wird es ein bisschen matschig. Ja. Und dann kann man als Sättigung, der Käse sättigt natürlich auch, oder der vegane Käse macht schon satt, aber man kann dann noch, ich liebe Roggenvollkorn, Knäckebrot. Und wenn du das mitnimmst, hast du einfach etwas im Büro, clean, schnell, lecker, kann man machen. Was ist ja an sich, glaube ich, auch gar nichts Neues. Ich erinnere mich, meine Oma hat früher mal gesagt, sie kocht für die Woche vor. Ich glaube, dann war so irgendwie um die 2000er, waren irgendwie alle mit diesen Fertigprodukten irgendwie so unterwegs, dass, glaube ich, jetzt dieses Thema, okay, ich kann mir ja eigentlich was machen und mitmachen, super angesagt ist. Und ich glaube, die Leute einfach auch hilfreich empfinden, wenn sie sagen, okay, da gibt es halt auch Tipps, wie ich das halt mache und nicht überfordert bin. Weil wir werden ja heutzutage wirklich überschwemmt mit Lebensmittelphilosophien. Ne? Mhm. Also im Grunde mache ich ja nur eins. Ich ernähre mich so wie meine Eltern. Also die sind jetzt schon sehr alt oder wie eure Großeltern, ja. Einfach das Labor weglassen, die Chemie weglassen und einfach natürlich essen. Also so, wie eigentlich die Menschheit 30.000 Jahre lang sich ernährt hat. Und wir haben letztes Jahrhundert irgendwann beschlossen, wir machen jetzt was anderes. Zu Beginn war das ja auch sinnvoll, weil man wollte nach den 2 schrecklichen Weltkriegen des letzten Jahrhunderts einfach mal die Menschheit nähren, was ja auch richtig war, und fing an, auf Masse zu produzieren. Bloß ist das dann irgendwann gekippt, ja, als die Profitgier wichtiger wurde, als tatsächlich einfach nur die Menschen zu ernähren. Und da müssen wir jetzt mal wieder die Kurve zurückkriegen, weil wir tun uns damit nicht gut. Also wir essen uns krank. Dabei sollten wir uns gesund, stark und glücklich essen. Und was, glaube ich, auch noch ein Thema ist, du fliegst ja auch, wenn du halt zu einem Job musst oder bist auch mit der Bahn unterwegs. Hast du da auch die Gläser dabei? Es scheppert immer und solange es nicht flüssig ist, darf ich es mitnehmen. Aber ich muss bei dem Check zum Beispiel am Flughafen die Gläser auch immer aus dem Koffer oder aus der Tasche holen, weil die nicht sehen können in diesem Monitor, ob das flüssig ist oder nicht. Okay. Aber dann hole ich immer raus und eigentlich kennen die mich da. Sagt da jemand was? Nee. Das, solange es nicht flüssig ist, darfst du ja mitnehmen. Okay. Und im Zug ist es ja eh egal. Ja. Oder wenn wir mal mit einem Carpool unterwegs sind, also mit Leuten im Auto, ist es eh egal und es scheppert halt. Und manchmal habe ich eben einfach so One-Way-Gläser. Warte mal, hier habe ich gerade, die hat mir meine Mama letztens mitgebracht. Ja. Weil ich glaube, da waren Gewürzgurken bei meiner Mama drin und die sammelt dann immer für mich. Okay, die nimmst du mit und lässt du dann da, wo du... Genau, also wir entsorgen natürlich Plastik und Glas, ist klar. Aber dann ist es auf dem Rückweg nicht mehr so schwer wie hin, ja, weil das ist schon schwer. Dann klappert dann noch mehr, wenn es leer ist. Und die Leute lachen immer, weil man hört mich schon von Weitem, wenn ich komme, weil ich schepper immer und habe immer so Schlagseite. Aber ganz ehrlich, lieber so... Als dass ich irgendwie Mist esse. Ja, oder hungerst, weil du sagst, du isst das und das nicht. Genau, also hungern kommt ja sowieso nicht in Frage, aber das muss man nicht. Also ich muss unterwegs tatsächlich Kompromisse eingehen. So meine eigentliche Food-Philosophie, die ich in meinen Büchern ja immer wieder darstelle, kann man unterwegs nicht zu 100% einhalten, aber meine Kompromisse gehen halt in unterschiedliche Bereiche, aber nie Zucker. Okay. Wie ist es so, wenn Leute, glaube ich, schon denken, wenn sie jetzt ins Restaurant gehen, okay, ich bin mit Freunden unterwegs, esse ich denn da gar nichts? Oder Genau. Wie kann man so eine Hürde, also ich glaube, viele Leute haben eine Hürde, dann auch zu fragen, was ist denn da eigentlich drin? Oder dann wissen vielleicht auch, weiß der Kellner es nicht, dass man den Koch fragt. Sollte man aber machen. Ne? Genau, also diese Scheu sollte man echt vergessen, weil wir schreiben das Jahr 2019. Als ich anfing 2006, wurde schon mit den Augen gerollt und die waren genervt. Und dann so nach dem Motto, ach ja, die Moderatorin will abnehmen und isst nicht und so.
war mir egal, weil ein bisschen Rückgrat muss jeder mitbringen, wenn er was verändern will im Leben. Und du musst auch wissen, warum du etwas machst, und dann stehst du auch dafür ein. So, das halten wir mal fest. Okay. Dann Fragen, weil heutzutage hat entweder jemand Laktose, er hat eine Nussallergie, Fructoseintoleranz, Gluten, Zöliakie, ich weiß es nicht, schlag mich tot. Die Kellnern kannst du heute fragen. Ja. Du kriegst eine Auskunft. Du kannst auch mal zum Koch hingehen und sagen, boah, das war lecker, aber sagen Sie mal, was war denn in der Soße drin oder was ist denn da? Ne, man kann es ja auch charmant machen. Immer lächeln, nicht böse werden und nicht konfrontieren, weil wir sind alles nur Menschen und wollen entspannt sein. Okay. Ach so, und dann kann ich noch dazu sagen, Soßen und Dressings grundsätzlich weglassen oder eben fragen. Mhm. Und dann kann man eben mit Zitronensaft, das habe ich hier jetzt auch gemacht, Öl lässt man sich einfach geben im Restaurant. Hat ja jedes Restaurant eigentlich Zitronensaft auch, ne? Haben die auch alle. Und dann Gewürze kann man machen. Sojasauce ist immer verzuckert im Restaurant. Sushi ja sowieso auch, ja, wegen Reissirup. Ja. Also Soßen grundsätzlich weglassen, aber ganz ehrlich, ich gehe halt nicht mehr jeden Tag essen. Mhm. Ich sterbe auch nicht, wenn ich einfach mal eine Salatbeilage habe, ein paar Brokkoli und ein paar Kartoffeln. Ja, es ist jetzt kein Gourmet-Essen. Ja. Ich werde satt, es schmeckt und es ist okay. Okay, was trinkt man im Restaurant denn? Also viele sagen, okay, wenn ich jetzt nicht den Wein mittrinke mit den Freundinnen und Freunden oder beim Geschäftsessen, dann bin ich jetzt der Außenseiter. Und man kann jetzt, okay, wenn ich 100% hinstehe, dann trinke ich vielleicht gar keinen Alkohol. Aber wenn ich sage, okay, ich will so einen Kompromiss machen, was trinkt man denn da? Man kann auf jeden Fall zum trockenen Wein greifen. Okay. Das ist schon mal die Hälfte Zucker. Und dann eine Weißweinschorle mal probieren. Kann man ja mal probieren. Ein Bier geht auch. Es geht auch harter Alkohol. Einer muss halt vorher danach Wasser trinken, darfst nicht auf dem leeren Magen. Und wenn du mehr trinkst, dann wirst du halt am nächsten Tag wieder Heißhunger haben. Aber das muss ja jeder selbst entscheiden, ne? Ob er diesen Ritt nochmal machen will. Ich habe da keinen Bock drauf. Und ganz ehrlich, ich bin einfach gut drauf und freue mich, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Ich kann halt lachen und Spaß haben ohne Alkohol. Mhm. Also ich weiß das mittlerweile, wir auch alle haben. Das geht. Wenn du aber so griesgrämig am Tisch sitzt oder in der Bar und schlechte Laune hast, ist ja klar, dass die Leute dann auch keinen Bock auf dich haben, ne? Also trink eine Schorle, auch aus so einem Glas, und freu dich des Lebens. Einfach lustig sein, spontan sein. Sozusagen zuckerfrei, jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Was sind so, sagen wir mal, deine drei Key-Tipps, wenn Leute sagen, okay, ich würde das vielleicht jetzt mal anfangen, und habe mir auch deine Bücher natürlich genommen und bin jetzt ganz, ganz motiviert. Was sind so vielleicht deine drei Key-Tipps, wo du sagst, okay, das sind, mit denen sollte man starten und das sollte man berücksichtigen? Also ich habe in allen vier Büchern natürlich die Liste, in den neuen auch nochmal abgedatet, weil es gibt über 70 Begriffe von Zucker. Ja, so eine Liste abfotografieren und beim nächsten Mal im Supermarkt einfach mal so checken. Es kommt ja auf die Zutaten an, ne? Weil genau. Ich glaube, viele gucken auf diese Nährwerttabellen und sind dann irgendwie ganz verwirrt. Ja, weil die Nährwerte zeigen ja halt den natürlichen Zucker auch an und der stört nicht. Der stört wirklich nicht. Es nimmt jeder ab, weil er einfach weniger Hunger hat, weniger Appetit hat, wenn er den Zucker weglässt. Und wenn Insulin übrigens ausgeschüttet wird im Körper, das ist ja das Hormon, was hilft, den Zucker so schnell wie möglich aus dem Blut zu holen. Wenn das ausgeschüttet wird, stoppt die Fettverbrennung. Das sind also zwei Gründe, warum jeder abnimmt, sobald er zuckerfrei wird. Dann würde ich im Supermarkt einfach mal gucken, was habe ich denn bisher alles gekauft? Also weniger, so eine Analyse, was landet sonst so in meinem Einkaufskorb? Genau. Und dann gucken, ach, da gibt's ja auch einen Senf ohne Zucker. Mhm. Und auch einen Ketchup und auch Gewürzgurken. Früher gab's das nicht, heute mittlerweile schon. Und dann einfach mal alles durchgehen und weniger verpackt, weniger verarbeitet, weil da ist überall Zucker drin. Und dann mal anfangen zu kochen. Ey, ich war auch 37, als ich das erste Mal... Jetzt kochst du immer, wenn ich dich besuchen komme, stehst du in der Küche und schnippelst dir einfach. Wir wollen nicht übertreiben. Wir wollen nicht übertreiben, aber ich musste ja. Ja, ich habe auch nicht jeden Tag Bock drauf, deswegen mache ich halt Meal Prep. Mhm. Vielleicht kann ja dein Assistent mal kurz mir die zwei ersten Bücher holen von der Ecke da. Genau, das ist sehr nett. Ja. Das ist der Ramon, der so nett ist. Und ja, sehr gut. Dankeschön. Also hier, das war das erste Buch, Für immer zuckerfrei. Und das Für immer zuckerfrei, meine Glücksrezepte. Und hier habe ich halt einfach auch Gerichte gemacht und man wird relativ schnell merken, die kleine Griechin isst nicht so gerne so lange in der Küche. Es geht alles super schnell. Es geht alles super schnell, es geht alles super leicht. Und ich glaube, das ist auch die größte Hürde. Ich glaube, die Leute denken, okay, es
es klingt irgendwie nach gesund, es klingt irgendwie nach, ich muss jetzt stundenlang da irgendwie in der Küche sein und schwierige Sachen machen, aber du hast ja wirklich von leichten Salaten, aber auch viel, was man im Kleinen schon in den Ofen packt, genau. Ist das nicht, dass man da so 2 Stunden beschäftigt ist und kann eigentlich sagen, okay, wenn man eine offene Küche hat, kann ich nebenbei auch noch mit der Familie sprechen. Ja, oder, so wie hier, ne? Genau, oder macht das schnell und schiebt das in den Ofen und kann parallel mich ja trotzdem mit dem Kind beschäftigen. Absolut, oder es hilft mit. Ich habe schon Fotos bekommen von einigen Rezepten, zum Beispiel so ein kleiner Junge, der mit einem Mixer die Haferkekse gemacht hat. Und ich so, oh, ist ja goldig. Er war so richtig stoisch konzentriert, ja. Übrigens, für alle, die pleite sind, verlosen? Ja, klar. Also von mir aus gerne. Genau, wir verlosen einmal das für Kids und das to go als Package und dann kommt das zu euch nach Hause und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr sagt, wenn ihr das ausprobiert habt, mit Feedback auf uns zukommt. Oh ja, gerne. Ich meine, das hat dich ja auch inspiriert, diese Bücher zu schreiben und ja. Wer weiß, was da noch alles für spannende Themen auf dich zukommen. Wo du uns mit einem Buch beglücken kannst. Ja, wenn ich jetzt wieder bombardiert werde mit einer speziellen Frage, dann überlege ich es mir wegen nächstem Jahr. Aber gut, ich muss auch mal Urlaub machen. Das müssen wir alle machen. Ich hoffe, euch übrigens auch mal auf Tour zu sehen. Ja, ich bin auf Lese- und Vortragstour. Die Termine bei Instagram auch immer klar poste ich. Und das macht immer ziemlich viel Spaß, euch zu treffen. Ja, und Fotos von meinen Gerichten, da freue ich mich auch sehr drüber. Genau, und in diesem Sinne geht ihr in die Buchhandlung, kauft das neue Buch oder die neuen Bücher. Und wir sagen Tschüss und ich denke mal, wir werden jetzt hier noch ein bisschen was essen, oder? Ja, ich werde definitiv den Dattel-Schokotraum essen. Ich probiere hier mal auf jeden Fall deinen Salat. Mhm. Tschüss. Tschüss.